Die Erklärungen, die Lösungen, Rudolf, sind sehr, sehr einfach. Das ist also hier jetzt auch bei deinem Problem. Ich habe Ja. die Antworten zigfach gegeben und die Tests, wo jetzt sind, ist, ob du wirklich diese höhere Vertrauen. Bewusstseinsstufe erreichst. Die hat nichts zu tun mit Wissen. Und ich kann immer Ja. wieder bloß dieselben Sätze wiederholen. Ich habe die letzten zwei Selbstgespräche, sind sehr intensiv, wo ich da mit dem Redo gehabt habe, mit den Fittings. Da ist Ja. wirklich alles drin. Habe ich Und alles du rutschst, angehört. du glitschst immer wieder weg. Das ist zum Beispiel diese Sache, wo ich sage, es ist alles in dir drin, bis du dir es ausdenkst. Und wenn du die Stufungen hast und du musst einfach nur real werden. Ich sage, diese Fähigkeit, im Jetzt zu sein, was jetzt wirklich da ist. Und wenn du jetzt Schmerzen hast, dann ist der Schmerz ja da. Ja. Und dann kannst du das analysieren und das hat mit den Schichten zu tun. Du kannst durchaus, jetzt pass auf, jetzt rede ich einmal ganz bewusst raumzeitlich. Ich mache einen raumzeitlichen Schnickschnack. Dass ich immer wieder sage, wenn ich jetzt ein Fenster aufspanne und ich nehme jetzt einmal das Udo-Leben. Wir denken uns jetzt ein Udo-Leben aus. Soll es das geben, wenn du es nicht denkst? Die Frage stellt sich nicht, weil was du nicht denkst, ist zwar alles da, aber in dieser Einheit. Der Heiko kann das gut nachvollziehen mit dem Videospiel. Heiko, bist du noch dran? Ja. Dass ich immer wieder sage, bei mir geht ja auch um, jeder Spieler holt sich ja komplett andere Facetten aus demselben Konstruktprogramm. Alles, was prinzipiell auf einem Bildschirm auftauchen kann, ist auf diesem Konstruktprogramm drauf. Ich mache eine sehr einfache Metapher. Was letztendlich in Erscheinung tritt, steht und fällt mit der Spielerlogik. Was der anfokussiert und wer er zu sein glaubt. Und jetzt ist es also so, dass ich sage, wenn du es nicht ausdenkst, ist es alles in dir drin und du bist jetzt erst einmal, sagen wir, wir setzen uns bewusst als träumender Geist. Das heißt, du hast keinen Einfluss drauf, was in dir passiert. Das musst du einfach akzeptieren. Okay. Und jetzt kannst du dir Gedanken machen. Und jetzt habe ich zigfach erzählt, das Spiel mit Gesundheit und Krankheit kann nur gleichzeitig da sein. Ja. Es geht, dass du begreifst, jetzt wird es interessant, auch wenn du es noch nicht fassen kannst, dass umso größer der Wellenberg wird, umso größer wird auch das Wellental. Das heißt, umso kranker du bist, Ist desto umso gesünder bist gesunder bist du. Heiligkeit ist was ganz was anderes, das Heilsein. du. Ja. Und du hängst voll immer wieder Breitseite in der einen Seite drin. Richtig. Jetzt habe ich gerade, da habe ich mich reinmischt, wo ich sage, wenn ich jetzt den Udo nehme, ich bin jetzt seit 15 Wochen, bin ich sehr hüftgeschädigt, wo ich jetzt so die ersten 13 Wochen bin ich keinen Schritt vor die Tür gegangen, weil ich nicht laufen konnte. Das ist mir als Udo so wurscht, als ob ich in China Fahrrad umfällt. Kann man krank sein, obwohl man, kann man Schmerzen haben, obwohl man keine Schmerzen hat? Und das ist jetzt eine Frage des Bewusstseins. Wir können jetzt wieder, wir reden jetzt einmal voll von Mensch zu Mensch. Meine Frau tut sich 10-mal mehr ab wie ich. Und ich sage, es ist mir vollkommen scheißegal. Es ist, dass ich überhaupt keine Feindbilder bekämpfe, auch keine Krankheiten. Und jetzt ist es bei dir so, Rudi, ich fange mal nochmal an. Alles Ausgedachte kann nichts empfinden. Es sind Figuren in einem Traum. Ja, einfach, was gleich merken, worauf ich hinaus will. Alles Ausgedachte hat keine eigenen Empfindungen. Der Traum wird nur von dem Geist empfunden, der träumt. Dieser Geist, um träumen zu können, muss jetzt erst einmal ein Programm einschalten, das heißt eine Personifizierung. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du bist der Heiko, hast du eine komplett andere Traumwelt wie der Rudi. Die überschneiden sich jetzt im Moment ausgedachterweise. Okay? Und Ja. jetzt pass auf, jetzt mache ich diese Stufung nochmal. Alles Ausgedachte hat keine Empfindung. Jetzt setz mal zuerst einmal, wenn du glaubst, du bist der Rudi und du hast Zahnschmerzen. Ich bleibe mal beim Zahnschmerzen. Dann ist dir jetzt vollkommen bewusst, dass der Zahn überhaupt keine Schmerzen hat, weil der, was vom Rudi aus gesehen, was Ausgedachtes ist. Wenn du Kreuzschmerzen hast, das Kreuz hat auch keine Schmerzen. Jetzt wirst du feststellen, dass dein Kreuz immer nur dann da ist, wenn du an dein Kreuz denkst und an dein Kreuz denkst du bloß, wenn du Schmerzen hast. Ansonsten denkst du da eigentlich nie dran. Ich gehe sogar weiter, selbst an deinen Kopf denkst du nur, wenn irgendwas nicht passt und wenn es bloß die Frisur nicht ist, die dir nicht passt. Ansonsten ist es ja nicht da. Gut. Jetzt, wenn ich Ja. weiß, der Zahn selber hat keine Schmerzen. Es geht nur, dass du eine Hierarchie verstehst. Wenn du sagst, ich bin der Rudi und in der Logik ist der Rudi, sagt, es ist mein Zahn, dann gehört der Zahn zu mir und mit dem Zahn kann natürlich auch die Schmerzen von dem Zahn zu mir. Ich erkenne jetzt, der Zahn selber hat gar nicht die Schmerzen, sondern ich habe die Schmerzen, weil ich mein, zu mir gehört, ich sage mal, dieser fehlerhafte Zahn. Wenn jetzt der Heiko Zahnschmerzen hat und der erzählt dir das,
Da hat weder, da ist den Heiko sein Zorn ist was ausgedacht, das hat natürlich auch keine Schmerzen. Aber wenn du jetzt an den Heiko denkst, ist der Heiko von dir aus gesehen, wenn du sagst, ich bin der Rudi auch was ausgedacht ist, darum kannst du den Schmerz nicht nachvollziehen. Das ja. Problem beginnt erst dann, wenn du sagst, ich bin jetzt der Heiko. Dann wirst du plötzlich, wenn der Zorn vom Heiko schmerzt, auch die Schmerzen, weil du sagst, ich bin der Heiko. Sagst du, ich bin der Rudi, kriegst du den Heiko seine Zornschmerzen höchstens bloß in einer Beobachtung mit, aber alles Beobachter ist für dich eigentlich tot. Mhm. Genauso ist jetzt mit einem Zorn oder das Kreuz, egal was wir setzen. Weil du sagst, ich bin der Rudi und es ist ja mein Zeug, hast du auch die Schmerzen. Jetzt gehe ich einen Schritt höher. Wenn du jetzt begreifst, dass du dir ja genauso ausdenkst, dass der Rudi Schmerzen hat, weil er meinetwegen einen eitrigen Zorn hat, dass dieser Rudi auch was ausgedacht ist. Wird dir bewusst, der Rudi hat ja auch keine Schmerzen, ich habe die Schmerzen. Was ausgedacht ist, hat nie Schmerzen. Das heißt, wenn du jetzt die Schmerzen noch hast, hast du dich als Geist, lebst du immer noch in dem Wahn, dass du der Rudi bist. Ja. Ich will dir nur zeigen, was das Problem ist. Ja. Und du wirst diesen Zustand nicht loskriegen, wenn du das nicht mehr sein willst. Das ist immer wieder, wo ich sage, denk wieder dran, wenn ich sage, wenn du dir Menschen ausdenkst, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, dieser Geist ist vollkommen unpersönlich. Wenn du dir jetzt Menschen ausdenkst, denkst du dir alle Menschen um dich herum, die denkst du dir ja aus. Ja. Bis auf eine Ausnahme, der Mensch, der du zu sein glaubst, da bist du in der Mitte drin. Das ist immer wieder der Mensch, der du zu sein glaubst, der ist eine Ausnahme von den ganzen Menschen, die du dir ausdenkst. Wenn du wirklich das verstanden hast, wirst du feststellen, dass du dich in alle Köpfe reinsetzen kannst. Das ist dann kommst du in diesen Bereich des Ich bin du, da wächst du zur Zeit hin. Und jetzt ist es so, dass Leid und Schmerz immer dran denken, die materialistische Logik musst du genau um 180 Grad drehen, das ist nicht schlimm, sondern das ist Energie, weil du dir jetzt Gedanken machst. Das Sackgasse ist es, wenn du dir Gedanken machst, wie du das loskriegst. Sobald du irgendwas nicht haben willst, wird sich das immer wieder, du musst die allumfassende Liebe kriegen. Und das ist natürlich immer, es existiert nur das Ausgedachte, das ist ein Programm, das kann man analysieren. Und das ist, wo ich sage, du wirst bis zum Nimmerleins doch leiden, wenn du das nicht verstehst, weil du selber bist ewig. Ja. Und alles, was du dir denkst, jedes einseitige Ziel, das du anstrebst, entheiligt dich. Das sind so Sätze, die hast du zigfach gehört, du hörst die Selbstgespräche. Ja, ja, klar. Das heißt, wenn du jetzt willst, dass der Rudi gesund ist, entheiligst du dich. Mhm. Weil du bloß gesund sein willst. Ja. Und damit vergisst du, dass du umso kranker du bist, auch umso gesunder bist du. Und jetzt habe ich im letzten Selbstgespräch ein paar Mal schon erwähnt, du kannst Gesundheit nicht wahrnehmen. Ja. Ja. Die Welle Gesundheit und Krankheit ist immer gleichzeitig. Interessant ist, in dem Moment, wo du krank bist, ist die Krankheit im Vordergrund. Und dann kommt jetzt deine Interpretation, die du ja erforschen sollst, das ist ja der Sinn des Lebens, dass du sagst, ich war vorher gesund, obwohl du das ja jetzt denkst. Immer dran denken, was ist es immer jetzt? Und hoffentlich werde ich wieder gesund, wenn du krank bist. Es gibt natürlich auch, es läuft in dir ab, schau dir das an. Ja. Das muss dir bewusst werden. Andersrum gesehen ist es, dass es oft einmal dir einfällt, dass du sagst, Mensch, fühle ich mich jetzt gut? Fühle ich mich heute gut. Ja. Im selben Moment ist aber auch Krankheit da. Mhm. Die reine Gesundheit kannst du genauso wenig wahrnehmen wie die Stille. Ich mache immer, Gesundheit ist Stille und Lernen ist Krankheit, weil die Stille ist nicht wahrnehmbar. Ja, ja. Und wenn du jetzt einmal, sollte dir einfallen, das macht ja dein Programm, Mensch ist jetzt schön still, musst du im selben Moment einen Vergleich haben zu lernen. Ja. Jetzt ist bei dir Lärm, bei dir ist ein heftiger Lärm. Allerdings. Dein Problem ist, dass du einfach zuerst einmal erkennen musst, dein Programm wünscht sich, dass du in der Zukunft wieder gesund bist, dass das jetzt weggeht. Und damit hängst du in dieser alten Struktur fest. Mhm. Es wiederholt sich. Und durch nicht haben wollen kriegst du das nicht los, sondern den einzigen Tipp, den er da geben kann, und ich habe das in allen Variationen in vielen Leben durchgespielt, dass du dich wirklich darauf einlässt, dass du sagst, da fordert dein Wille geschehe. Das Einzige, was die Sachen heilt, ist Gleichgültigkeit. Aber das zu wissen, dieses Prinzip, das ist so, nützt dir nichts, wenn du was loshaben willst, Rudi. Weil dann kann ich dich, wenn ich muss gleichgültig sein, der Udo sagt, ich muss gleichgültig sein, dann hört's auf.
dann wirst du merken, wenn du wirklich mit einer Doppelstufe wieder drüber bist, dass der Depp immer noch will, dass das nicht mehr ist. Verstehst du? Er meint bloß, er kriegt der Technik. Und so wenig es eine Technik gibt, desto schneller reif wirst. Dass ich immer wieder sage, der Pubertierende, der kann machen, was er will, oder das Kind kann machen, was er will. Du kommst nicht schneller in die Pubertät. Es ist dann der Fall, wenn du das verstanden hast, dass die Reife so weit fortgeschritten ist, dass du das mitkriegst. Mhm. Also wirklich in die Ruhe gehen, das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Und du wirst dann merken, wenn du dann auf der nächsthöheren Ebene bist, kannst du dir auch nochmal vorstellen, wie blöd du eigentlich bist. Das ist aber, das nützt dir deswegen auch nichts. Was sagt der Heiko dazu? Da müssen wir alle durch, da müssen alle Geister durch. Es ist immer wieder dieses Wachstum, die Kleinigkeiten, wo ich jetzt vielleicht einmal versuche, ein paar praktische Tipps in dem letzten Gespräch, wo ich zum Beispiel, wenn man sich reinstresst mit den Ausländern, wo ich sage, alle Probleme lösen sich von selbst, wenn du wirklich in dem Jetzt, wenn du deine Geistigkeit, wenn du Holofeeling verstanden hast, wo ich sage, wenn wir uns jetzt mal wegen ein Deutschland ausdenken und wir denken uns jetzt, dass die unheimlich viele Ausländer reinlassen. Jetzt kannst du schauen, was deine Logik alles hochrechnet, je nachdem, was du für eine Logik hast, ob es schlimm ist oder gut ist für Deutschland. Ich sage, auch wenn du die ganzen Ausländer reinlässt nach Deutschland, sind die trotzdem noch draußen. Mhm. In dem Moment, weil du denkst dir die ja noch aus. Ja. Ob du die nach Deutschland oder nach Syrien oder auf Afghanistan denkst, der Witz ist, die sind alle in dir drin, wenn du sie nicht an sie denkst.